Willkommen zurück aus Dortmund beim 33. ISAS 2017. Neben mir steht Jasmin Ford, unsere Vizepräsidentin Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Wie geht's dir? Sehr gut, vielen Dank. Und dir? Mir geht's sehr gut. Wie zufrieden bist du derzeit mit dem Verlauf des diesjährigen ISAS? Also ich muss sagen, an den Tagen, wo ich hier vor Ort war, war der Ablauf reibungslos. Es hat alles gut geklappt. Die Schützen machten einen sehr zufriedenen Eindruck, genauso wie die Betreuer. Und auch die Mitarbeiter hier vor Ort haben eigentlich nichts Negatives sagen können. Und daher habe ich einen sehr positiven Eindruck von der ISAS dieses Jahr. Du hattest ja auch einige Pläne, was die Öffentlichkeitsarbeit rundum und auch auf dem ISAS angeht. Was ist da so umgesetzt worden und was hast du eher für Ziele noch für die nächsten ISAS? Also allgemein haben wir das Ziel, dass wir die Großveranstaltungen ISAS und auch den Westfälischen Schützentag eigentlich in den Medien und in den großen Medien vor allen Dingen mehr voranbringen. Das heißt, wir würden eigentlich gerne Radio und Fernsehen mit reinbringen. Mhm. Im Moment ist es bei der ISAS gerade so, dass wir in den lokalen Medien Probleme haben reinzukommen, weil die Zeitungen berichten lieber über Schützen, die aus Dortmund kommen, weil sie meinen, die Leser würde das mehr interessieren. Deswegen ist das im Moment eher schwierig für uns, aber wir sind natürlich auf unseren sozialen Netzwerken, Facebook und auch auf der Internetseite sehr präsent. Genau, da wäre die nächste Frage, wie sehr du die Wichtigkeit des Internets da einschätzt. Also ich halte das Internet sehr wichtig, gerade für die jungen Menschen auch, aber ich glaube, dass es auch schwierig ist, für die Vereine vor Ort eigentlich diese Medien zu nutzen, weil sie doch eher eigentlich, ich sag mal, ältere Personen im Vorstand haben, sodass die alten Medien wie Printmedien, Zeitungen und Ähnliches für die eigentlich präsenter sind. Und wir müssen versuchen, dass wir da den Spagat hinbekommen. Wo siehst du denn die Zukunft des Skisports gerade mal so in Ausblick auf die neuen Medien? Also ich halte es schon wichtig, dass wir präsent sind in den neuen Medien und viel über bewegte Bilder oder Bilder allgemein, weil ich glaube, dass das gerade im jugendlichen Bereich besser ankommt und dass man so mehr Leute erreichen kann, als wenn man ellenlange Texte veröffentlicht. Ja, das sehen wir genauso. Dann danke ich dir für das Interview, gerne. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Interview wieder.